Sechser, Achter, das ist am Ende, wie du selber die Position halt auch interpretierst. Ne? Wenn du jemanden hast wie Thomas Delaney, der defensiv sehr, sehr gut steht, dann hast du halt auch vielleicht, kannst du dir ein paar Freiheiten nehmen. Du musst halt selber gucken, was kannst du, wie weit kannst du gehen und wie weit nicht. Und da kann man schon ein bisschen mitspielen auch. Aber ja, das Zentrum gefällt mir da schon am besten, ja. Ist jetzt mal für uns als Team oder als Verein. Klar, ich meine, wenn du jetzt noch 9 Spieler hast und auch nicht weit von dem ersten entfernt bist, dann musst du natürlich versuchen, mit aller Macht vielleicht noch dran vorbeizukommen. Es war jetzt so lange Pause, jetzt sind die Bedingungen sind halt anders. Normalerweise muss man das eigentlich so sehen, dass es jetzt eigentlich bei 0 losgeht und du hast halt 9 Spiele. Am Ende kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie weit man halt auch vom Kopf ist. Ne? Also natürlich, es wird immer so gesehen, wie viel Qualität ist in der Mannschaft. Wie geht man am besten mit einer Situation um? Das ist jetzt da eher die Frage. Wer ist bereit, das alles anzunehmen? So, ich glaube, das wird am Ende den ja, darstellen, der dann die meisten Punkte geholt hat. Wenn du das gewinnst, klar, dann ist es auch schon was Einzigartiges dann auch. Ne?